Tja, ihr Lieben, auch wieder nicht ganz leicht, hier die richtigen Worte zu finden. Wirklich nicht. Echt nicht. So leid es mir tut. Oder so doof, wie ich jetzt vielleicht auch bin. Habe mich jetzt für dieses Bild entschieden. Das ist natürlich jetzt hier auch wieder ein ganz großes Thema. Die Sachlage da mit dem 9-Euro-Ticket. Ja. Wie entartet jetzt wirklich mittlerweile zumindest 80% meines Volkes, wenn ich das so sagen darf, meines Volkes sind. Es ist ein absoluter Wahnsinn. In dem Hauptfilm werdet ihr dann auch da nochmal darauf hingewiesen, dass es natürlich wirklich ganz viele arme Menschen gibt, die auf dieses Angebot jetzt da eingestiegen sind. Logischerweise. Menschen, die sich eine Fahrt nicht leisten können, werden dann davon Gebrauch machen. Das ist absolut verständlich, nicht zu verurteilen, komplett nachzuvollziehen. Das ist absolut okay. Aber das ist eben, obwohl es wahrscheinlich viel mehr machen müssten, die eben aufgrund ihrer finanziellen Verhältnisse das dann auch nutzen müssten, aber die dann vielleicht da auch nicht drauf einsteigen. Gut, das weiß ich nicht. Da fehlen mir jetzt hier die Daten dazu, dass ich da jetzt hier eine dezidiert wissenschaftliche Aussage dazu treffen könnte. Kann ich nicht, kann ich nicht. Viele, nochmal, viele werden davon Gebrauch machen, die vielleicht dann nochmal ihre Oma oder umgekehrt die Oma die Kinder besuchen möchte oder die Enkelkinder besuchen möchte. Aber was da jetzt hier wieder geschehen ist mit dieser Aktion, und das habe ich ja dann, ihr seht es ja da auch in dem Film, wenn wir nur Lemminge wären, dann wäre ich ja noch einigermaßen zufrieden, ja. Und dann dürften sich die 80% derjenigen, die sich dann hier selbst vernichten wollen. Bitteschön, macht, 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 haut raus. Impft euch, lasst euch impfen, macht das, das ist alles okay, aber es war zu erwarten, es war zu erwarten, dass dann hier dieser, ja, wenn es irgendwas für lau gibt, da sind die Deutschen tatsächlich hier an fast oberster Stelle oder an erster Stelle. Darf man sich jetzt eigentlich auch nicht wundern, großartig, aber ja, ihr seht's ja dann im Hauptfilm, was da geschehen ist oder geschehen konnte oder was da passiert. Nun gut, könnt ihr dann wieder schauen, wirklich aber auch mit dem großen Kotz-Smiley versehen, könnt ihr dann wieder schauen bei VK, BitChute, Odyssee und Rumble. Telegram, wisst ihr ja, habe ich immer noch hier ein bisschen Malheur. Aber gut, vielleicht löst sich das dann auch nochmal irgendwann auf. Ich habe keine Ahnung. Und die sich den Trailer bei Webnews TV aufrufen. Wie immer, ihr wisst's ja. Den entsprechenden Link kopieren, ab in die Browserzeile zur gewünschten Lieblingsplattform, dann euch durchschalten lassen. Ja, und dann vielleicht bis gleich. Aber das ist, es ist schon wirklich höchst bitterst. Es ist wirklich höchst bitterst, was sich da für Szenen, unschöne Szenen am Spielfeldrand da abspielen. Aber gut, okay. Es ist nun mal so. Ich kann da nichts dagegen tun. Schaut euch dann den Hauptfilm an und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.